Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, wir sind heute am Start mit dem weiteren Video von Sascha, ja. Ruhig bleiben heißt das Ganze, ich weiß mal wieder nicht, welches Format das ist, weil mittlerweile gibt er absolut gar keinen Fick mehr auf die Titel und gar nichts mehr und kann machen, was er will, aber dafür liebe ich ihn, ja. Die Videos von Sascha sind wirklich so, weiß nicht, auch unter meinen Kollegen so. Ich habe viele Leute, die gar kein YouTube gucken, die aber trotzdem die Videos von Unsympathisch TV irgendwie gucken. Und natürlich die Videos von Flo der Flo. Nee, aber ich habe halt in meinem Freundeskreis ein paar Kollegen, die nur Sascha gucken und vielleicht sonst noch Monte, aber sonst, die halt sonst gar nichts anderes gucken, aber die Videos von Sascha halt. Und das finde ich crazy, weil in den letzten paar Monaten habe ich auch gemerkt, dass er so mein Lieblings-YouTuber geworden ist irgendwie. Deswegen, Freunde, bin ich gespannt auf das neue Video. Ruhig bleiben heißt es, Daumen nach oben ist schon mal da. Wir schauen rein, Leute, let's go. Heute gehen wir mal wieder gemeinsam richtig tief ins Internet rein. Hey, ruhig bleiben, Marcel. Luca hat mir eBay Kleinanzeigen-Fails zukommen lassen. Das heißt, ich lese. Ey, ich hatte auf eBay Kleinanzeigen auch schon so weirde Leute. So weirde Leute, Alter. Glaub nicht dran, Mann. So weirde Leute. Du stellst was ein, 20 Euro Verhandlungsbasis, die fragen 5 Euro, wenn ich es heute abhole. Ja, moin, wahrscheinlich. Ich war gleich wieder ganz klassisch als Person A und als Person B vor. Macht's euch bequem, Leute. Bruder. Ihr könnt euch übrigens, oh mein Gott, ihr könnt aufhören, euch festzuhalten. Ihr könnt euch abschnallen. Danke. Und für alle, die sich mit dem Sekundenkleber festgeklebt haben. Was macht man denn dagegen? Oh nein, okay, okay. Ich habe mir so eine Taschenmuschi bestellt. Erster Fail, let's go. Hallo, wie viel soll er kosten? Inklusive Versand. Nur für Italiener zu haben. Respekt, was haben Krokodile und Italiener gemeinsam? Kleine Beine, große Fresse. Und da gehen Grüße raus an meine Italiener. Einfach mal stabil einen Joke raushauen an dieser Stelle bei, bei Kleinanzeigen-Mitarbeiter. Mitarbeiter wahrscheinlich, ja. Einsteller. Ja! Hallo, ist da die Kommode? Nee, hier ist der Arne. Was soll ich dazu sagen? Doch mich Corona, Eddie, na deine Mona, bitte noch deine Innen, top, na Ey Leute, mittlerweile, ich weiß nicht mehr, was los ist, Mann. Mittlerweile, ich mach mal langsam, jetzt Real Talk, ich mach mal echt Sorgen um Knossi irgendwann. Ich mach mal wirklich Sorgen um ihn. Der ist nicht normal, Alter. Bei dem nächsten Fail gehen Grüße nicht raus aus dem Maxnomic oder aus dem DX Razer, sondern vom Gaming-Sessel. Wirklich, dieser Sessel 10 von Mehmet. Und wer kennt ihn nicht? Den Amazon 50-Euro-Gutschein. Guten Abend, für 25 würde ich ihn nehmen. Der Verhandlungsboss. Hallo, was? Ey, Bruder, es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Ich check auch sowieso nicht, warum man diese Guthabencodes. Warum man die verkauft? Das ist alles so shady irgendwie. Boah, ich weiß nicht, Mann, ich weiß nicht. Aber falls ihr einen 50 Euro Amazon-Gutschein haben wollt, Freunde, ja, für 60 Euro meldet euch bei mir Verhandlungsbasis, ganz easy. Was wäre denn preislich machbar ohne Felgen? MFG, schlag was vor. Sagen Sie mal Ihren Kotzgrenze. Puh, so 16 Bacardi Cola in etwa. Digga, das ist so ein Humor, den finde ich so eklig. Also erstmal klar, wer Kotzgrenze als Wort benutzt, hat auch eine Schelle verdient. Aber wer denn so antwortet auch so, Digga, der kriegt einen Tritt ins Gesicht einfach. Bäm. Ja. Zehner. Können Sie auch in ganzen Sätzen schreiben? Was war denn daran unverständlich? Ich habe nicht gesagt, dass es unverständlich war, oder? Aber was ist das denn für eine unhöfliche Art, jemanden anzuschreiben? Geh mir nicht auf die Eier, du Asozial. Wahrscheinlich ist er der Asoziale, oder? Aber Real Talk, ich kann's verstehen, Mann. Ey, die Leute im Internet, die sind immer so genau und wollen immer so... Nee, sag einfach Zehner, ja, nein, tschüss. So. Ja. Haben wir schon Werbung gemacht? www.unsympathischshop.de. Alle Größen sind wieder vorhanden. LXL, XXL, gönnt euch. Ruhe! Bei Abholung 50 Euro inklusive Restgarantie? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Mich hat komischerweise jemand mit genau den gleichen Bildern hier angeschrieben. Ihr könnt es noch nicht lesen, glaube ich. Also Unterhaltung ist, mich hat komischerweise jemand mit genau den gleichen Bildern angeschrieben. Eins von mir und andere von meiner Frau. Wie heißt denn Ihre Frau auf eBay? Thomas. Das, Bruder, was nicht der komplett. Also, jeder wie er möchte, ey, und ich möchte wieder nicht zwischenfunken bei den Leuten, die irgendwas in Techtelmechtel laufen haben mit irgendjemandem oder einem Thomas, Leute. Aber, Digga. Eins von mir und andere von meiner Frau. Wie heißt denn Ihre Frau auf eBay? Thomas. Als nächstes brauchen wir mal wieder die Gedichtsstimmung. Danke. Ich bin ein seriöser Verkäufer, immer ruhig, nett und leise. Jetzt kauft endlich das Einrad. Verdammte Casey? Ey, ist aber sympathisch, Mann. Danke. Hallo, genau. Warum so günstig? Auto kaputt? Hallo, es handelt sich hierbei um ein Modellauto, wie bereits im Titel der Anzeige zu erkennen ist. Hat er TÜV? Probefahrt möglich? Huch! Hat er noch TÜV?
Bruder. Probefahrt möglich? Ja klar, Probefahrt ist möglich. TÜV ist noch gültig. Was für Menschen laufen auf eBay Kleinanzeigen rum? Seht ihr, was ich meine? Ey Leute, Knossi ist, ey, der Arme. Ich liebe ihn wie ein Bruder, aber da ist was nicht richtig, glaube ich. Moin, starker Bulle. Wie viel Kilogramm passen maximal auf eine Kurzhantel? Gruß Michael. Bizeps unter dem Ärmel. Trainiert werdest du mit Gewichten. Dein Curl komme, deine Anspannung geschehe. Wie an der Hantelbank, so an der Butterfly-Maschine. Die Kirche des Bizeps. Was? Was? Geistesgestört, gut sieht er aus. Leute, an der Stelle wirklich, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Soll ich wieder aufstehen? Ich weiß nicht. Oh, geht den Rift! Spring rein! Raus! Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Simon, falls du einen Daumen nach oben da lassen könntest, wäre das wirklich sehr nett von dir. Geht nicht, Simon ist nie angemeldet. Simon ist nie angemeldet bei Ungeklickt. Ich bin der wahre OG, hier in meinem Flo geklickt, ja? Ich bin immer angemeldet, gib immer ein Like, bin immer da für die Leute. Ich bin für das Volk. Wenn ihr den Kanal und nicht abonniert habt, könnt ihr sehr gerne auf kostenfreier Lehramtbasis ein Abonnement für mich da lassen. Bitte. Macht jetzt! Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. On the road again! Okay, Freunde, willkommen zum langen großen Mini-Fazit. Ja, das war ein eBay-Kleinanzeigen-Fail an dieser Stelle. Leute, bitte versprecht mal eins. Stellt nichts bei eBay-Kleinanzeigen ein, ja? Übrigens, ey, irgendwann, ich muss mal ein Storytime machen. Ich bin bei eBay Lifetime IP gebannt. Ich kann bei eBay, nicht bei Kleinanzeigen, bei eBay Lifetime nichts einstellen. IP gebannt, also Internet-IP gebannt. Ich kann niemals irgendwas einstellen. Meine Adresse und alles ist gesperrt. Ich kann nie wieder irgendwas einstellen bei eBay. Warum, werde ich euch irgendwann mal erzählen, Freunde. Ist eine lustige und leicht illegale Geschichte, glaube ich. Wir werden sehen, Freunde. Aber ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Soweit habt noch irgendwas Schönes vor heute. Genießt das Leben und ciao.